Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tag 10 unserer Fastenzeit. Wow, fast schon die Hälfte. Tag 10 von 21. Es ist einfach schnell gegangen, aber ich glaube, wir haben auch noch ganz viel vor uns. Wie geht es euch? Ich hoffe gut. Denn wenn ich auch dieses Video im Vorfeld aufgenommen habe, bin ich an diesem Tag selber gar nicht in Lörrach oder in Deutschland, sondern beruflich unterwegs in der Türkei. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir auch in dieser Aktion über den Herrn verbunden sein dürfen, in dieser Fastenaktion, diese 21 Tage. Fasten, das habe ich bisher eigentlich immer nur so als Heilfasten mal so ein bisschen versucht. 36 Stunden, 48 Stunden Fasten, das ist das, was ich so mir zugetraut habe. Und was ich aber auch sehr positiv empfand, weil wenn der erste Tag mal vorbei war, spürte man so eine Klarheit, so eine Reinheit, so etwas, wo man wirklich fokussiert sein konnte. Und das fand ich total faszinierend. Diese Fastenzeit für uns jetzt hier als Gemeinde ist natürlich noch weit mehr als das. Ich habe einen Text gefunden, den ich einfach gut fand. Da steht, Fasten bedeutet Verzicht. Ja, aber wie befreiend kann Verzicht sein? Fasten eröffnet uns einen Raum zu intensivem Erleben des Lebens, auch des Erlebens mit Gott. Richtiges Fasten führt zu weniger Ballast und mehr Zeit, zu innerer Freiheit und heiterer Gelassenheit. In der Bibel gehören Fasten und Beten zusammen. Das hat mir einfach nur mal Mut gemacht, auch für meine eigenen Vorsätze in dieser Fastenzeit. Ich wünsche mir für euch und für mich, dass der Verzicht uns zu Klarheit und zur Anbetung Gottes führt. Ich habe mir vorgenommen, auf Social Media in diesen 21 Tagen zu verzichten, weil das ist natürlich etwas, was gerade so auf Reisen oder auch in den kleinen Momenten zwischendrin ich immer wieder nutze und was einfach natürlich Zeit frisst. Und ich möchte diese Zeit wirklich, gerade jetzt auch im Flugzeug oder wo ich unterwegs bin, wirklich für Gottes Wort nutzen. Ich denke auch, in dieser Zeit sind so viele Dinge auch für uns als Gemeinde natürlich herausfordernd und spannend. Wohin geht der Weg? Wie können wir wirkliches geistliches Wachstum in der Gemeinde auch für jeden Einzelnen schaffen? Wie können wir Jüngerschaft stärken? Wie können wir uns gegenseitig bestärken auf dem Weg? Wie können wir uns als Gemeinde weiterentwickeln? Es sind ja viele Themen, auch jetzt mit der Personalsituation, der Pastorensuche und so weiter. Also ich bin gespannt, was diese Fastenzeit, was diese 21 Tage alles bewirken können. Ich bin ganz sicher, dass Gott Großes mit uns vorhat. Seit der letzten Ältestenklausur habe ich jetzt immer in meiner Handyhülle so einen Vers, der mich begleitet. Hier, ihr seht den Vers. Sei still vor dem Herrn und warte auf ihn. Das ist Psalm 37, Vers 7. Ein sehr schöner Vers, der mich immer wieder begleitet hat und der auch so ein bisschen der Grund ist, warum ich mir ganz bewusst jetzt gesagt habe, auf Social Media einfach mal Dinge zur Ruhe kommen zu lassen, um wirklich auch nur mal zuzuhören und hinzuhören, was Gott vielleicht uns auch dabei sagen will. Bin voller Zuversicht, dass er wirklich uns alle in dieser Fastenzeit, in diesen 21 Tagen begegnen möchte und dass er uns Wegweisung für unser Leben mitgeben will. Gott befohlen, alles Liebe euch, bis bald.